Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Auslandsgesprächs. Heute mit Dr. Christoph Häuser. Er leitet die Friedrich-Ebert-Stiftung Niederlassung in Brasilien. Und wir haben natürlich nur ein Thema, was wir besprechen können. Das ist der Wahlsieg von Lula, dem linken Präsidentschaftskandidaten, der schon zwei Amtsperioden hinter sich hatte und jetzt knapp für eine dritte Amtszeit gegen den Amtsinhaber Bolsonaro gewählt worden ist. Die erste Frage muss natürlich sein, Christoph, hat denn Bolsonaro inzwischen verstanden, dass er die Wahl, wenn auch knapp, verloren hat? Und warum hat Lula gewonnen? Ja, vielen Dank erstmal, lieber Nils, für die Einladung. Ich freue mich sehr, mit dir sprechen zu können über diese sehr wichtige Wahl. Ob Bolsonaro das eingesehen hat, weiß ich nicht. Ich hoffe schon, aber er hat es zumindest noch nicht öffentlich eingesehen, hat öffentlich auch noch nicht Lula zum Wahlsieg gratuliert. Und wahrscheinlich wird er es auch nicht mehr tun. Aber gleichzeitig sehen wir, dass sehr, sehr viele von den Verbündeten von Bolsonaro von ihm abgefallen sind. Also es gibt nichts daran zu deuten. Lula hat die Wahl gewonnen, Bolsonaro hat die Wahl verloren. Und auch das Bolsonaro-Lager hat es zwar noch nicht öffentlich eingesehen, aber zumindest gibt es keine Anstalten, eben dieses Wahlergebnis, zumindest über diese politischen Wege, die ja angedroht wurden, anzuzweifeln. Aber Wahlsieg. Trotzdem, die Reaktionen, die du beschreibst, zeigen an, Brasilien ist doch eine recht stabile Demokratie über die letzten Jahrzehnte geworden. Die Mechanismen funktionieren. Warum hat Lula die Wahl gewonnen? Und vielleicht muss man auch anfügen, warum denn so knapp? Ja, genau, das sind ja mehrere Punkte. Also natürlich, Brasilien ist eine sehr stabile Demokratie, das kann man sagen. Aber wie viele auch andere stabile Demokratien ist Brasilien sehr stark unter Druck. Und zwar besonders von der extremen Rechten. Und in den letzten 4 Jahren hat Bolsonaro auch nichts unversucht gelassen, eben diese Demokratie zu schwächen, anzugreifen, den obersten Gerichtshof anzugreifen, das Wahlsystem versucht zu delegitimieren und auch zuletzt auch noch versucht, diese elektronischen Wahluhren, die hier genutzt werden, zu delegitimieren. Man muss sagen, die demokratischen Institutionen haben sich wehrhaft gezeigt, nicht nur gegenüber diesen direkten Angriffen, sondern auch noch über massive Fake-News-Kampagnen, die während des Wahlkampfes gestartet wurden, auch schon lange vorher gestartet wurden. Es gab zwischendurch gab es einen Bericht vom obersten Wahlgerichtshof, der gesagt hat, dass man pro Tag über 500 Falschmeldungen sozusagen entkräften muss und bekommt und die prüfen muss. Also die Demokratie war hier sehr, sehr stark unter Druck und ist weiter noch unter Druck. Und das wird sie auch bleiben, auch selbst wenn Bolsonaro nicht mehr Präsident ist. Du hast schon gesagt, die Wahl ist relativ knapp ausgegangen. Wobei, wenn man sich die absoluten Zahlen ansieht, dann sind es auch knapp 2 Millionen Stimmen mehr für Lula. Aber das ist natürlich ein Zeichen dafür, dass selbst wenn Bolsonaro jetzt abgewählt wurde, der Bolsonarismo und sagen die extreme Rechte, die er repräsentiert, noch lange nicht verschwunden ist. Also es gibt einen großen Teil in der Bevölkerung, die Bolsonaro gewählt hat. Und zwar nicht, obwohl er Bolsonaro ist, sondern zum Teil auch gerade, weil er eben dieser Antipolitiker ist, weil er sich als Antipolitiker stilisiert. Und zum Teil eben auch, weil er sich als Gegenkandidat zu Lula dargestellt hat. Und Lula, darüber können wir auch noch ein bisschen sprechen, sozusagen als Feindbild stilisiert hat. Und es gibt noch mal einige Gründe dafür, warum der Bolsonarismus so stark ist. Die kann ich auch gerne noch mal ausführen, aber ich glaube, das sollte eher ein Gespräch sein, nicht sozusagen ein Vortrag. Ja, aber du hast ja ein paar wichtige Punkte zum Verständnis des aktuellen Zustands der brasilianischen Demokratie angesprochen. Das eine ist dieser Bolsonarismus, also dass schon diese Haltung, die Bolsonaro verkörpert, in weiten Teilen der Bevölkerung vertreten ist. Seine Partei und seine Unterstützer haben ja auch bei den Parlamentswahlen relativ stark abgeschnitten. Ihm nahestehende und von ihm unterstützte Kandidaten haben die Gouverneurswahlen in vielen Bundesstaaten Brasiliens gewonnen. Wie kommt es dazu, dass in Brasilien dieser Populismus, diese auch Verdrehung von wissenschaftlichen Tatsachen, wie sie in der Bekämpfung der Corona-Pandemie zutage getreten ist, diese Verherrlichung von Gewalt, auch durchaus eine Verherrlichung der Militärdiktatur und auch
diese Idee, man müsse die Bürger sich selbst bewaffnen lassen, also Waffengesetze liberalisieren. Wie kommt es zustande, dass viele Brasilianer, die ja zum Beispiel unter Kriminalität leiden, die darunter leiden, dass durch die Corona-Pandemie viele Menschen gestorben sind, viele ihre Angehörige verloren haben, trotzdem immer noch dann nach diesen Erfahrungen hinter Bolsonaro stehen? Ja, das ist ja eine alles entscheidende Frage. Und ich glaube, wir müssen auch noch sehr, sehr viele Analysen dafür sehen, lesen, sehr viele Gespräche darüber führen, um das zu verstehen, was hier in den letzten Jahren passiert ist. Ich glaube, ich würde vielleicht drei Punkte hervorheben. Das eine ist, dass Bolsonaro es geschafft hat, sozusagen so ein eigenen Kommunikationskosmos zu erschaffen. Also ein Teil der Gesellschaft hat sich tatsächlich so ein bisschen abgekoppelt von dem demokratischen Diskurs, aber auch von den natürlichen Informationsquellen, von Fakten und leben praktisch in so einer Art Echokammer. Und das ist ein sehr, sehr ausgeklügeltes Fake-News-System, was über viele verschiedenste Kleinst-YouTube-Kanäle funktioniert, was über sehr viele geschlossene Telegram- oder Getter-Kanäle funktioniert und dass irgendwann aber auch diese Fake News sozusagen die Uhrzeitgruppen der Sportvereine erreicht, der Familien erreicht, der Freundesgruppen erreicht und so millionenfach geteilt wird. Und ich glaube, diese Art und Weise, wie man kommuniziert, wie man Fake News verbreitet, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und es ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig zu verstehen, dass die Linke eben nichts dem entgegensetzen kann. Also es gibt so eine Art parallele Partei, wie es Markus Norbür, ein Wissenschaftler hier beschreibt, die quasi parallel zu der traditionellen Politik funktioniert und sehr, sehr gut funktioniert und quasi die Basisarbeit des Bolsonarismus ist. Ich glaube, das ist ein wichtiger Bereich. Ein weiterer Bereich ist, dass so eine Art ideologische Spaltung sich sozusagen durchsetzt so langsam. Und es ist eng auch verbunden mit den katholischen, mit den evangelikalen Kirchen. Man geht davon aus, dass 30-40% der Bevölkerung hier in Brasilien evangelikale sind. Das ist keine kleine Nachricht, denn Brasilien war einst das größte katholische Land. Und man schätzt, dass so 2030, 2035 Evangelikale den Großteil der Bevölkerung stellen werden. Und vielfach sind evangelikale Kirchen, wenngleich sie auch kein monolithischer Block sind, auch sehr eng mit einer sehr ultrakonservativen Ideologie verbunden. Und haben, sagen wir, Bolsonaro einen Vertreter gefunden, der für sie spricht, wo sie das Gefühl haben, er versteht sie und eben diese Kommunikation auf seine eigene Kommunikation aufbläht mit einer religiösen Duktus. Und ich glaube, vielleicht noch ein dritter Punkt, und der ist auch sehr, sehr eng verbunden, sozusagen mit der Kommunikation, Bolsonaro schafft es, das abzugreifen und dort präsent zu sein, rhetorisch zumindest, wo die Linke eben zum Teil nicht mehr präsent ist. Er schafft das durch die digitale Kommunikation, er schafft es aber durch evangelikale Kirchen auch und schafft es eben eine Art Kommunikation, eine Kommunikation des Hasses sozusagen in verschiedene Bereiche der Gesellschaft zu etablieren, indem er ein Freund-Feind-Bild malt und er sich selber und die Bolsonaristas selber sich selber als die wahren Hüter der Ordnung beschreiben und für sich selber auch in Anspruch nehmen, dass sie die Demokratie schützen. Und alles andere ist sozusagen ein Feindbild, was die Ordnung, was die demokratische Ordnung stört. Und dazu gehört die Linke, allen voran Lula, der nicht zuletzt auch als Kommunist gerne beschrieben wird. Dazu gehört aber zum Beispiel auch der Oberste Gerichtshof, der gerne auch direkt angegriffen wird von Bolsonaro. Und dieses Paket, das sind nur einzelne Bereiche von dem Paket, das wird sich auch weiter fortführen, auch ohne Bolsonaro an der Spitze des Staates. Dagegen wirkte ja dann der Wahlkampf von Lula auf eine sympathische Art und Weise altmodisch. Große Kundgebungen, Lula mit seinem Charisma, mit seiner Erfahrung, mit seiner Anhängerschaft, die ihm zujubelt, hat relativ spät dann auf Social Media dagegen gehalten in dem Wahlkampf.
Was waren denn die Punkte, die Lula zum Wahlsieg verholfen haben, und was war sein Programm, mit dem er versucht hat, Bürgerinnen und Bürger zu überzeugen? Vielleicht muss man dazu sagen, ich glaube, es gibt aktuell wahrscheinlich keinen Politiker in Brasilien, der es geschafft hätte, Bolsonaro zu schlagen. Dazu muss man auch die Figur Lula eben verstehen. Lula ist eben viel mehr als ein einzelner Politiker, sondern ein Symbol. Sowohl positiv für viele Personen, also er steht dafür, dass das Land zur sechstgrößten Volkswirtschaft der Welt geführt wurde. Er steht dafür, dass Brasilien sozusagen eine starke Stimme im multilateralen Konzert wurde. Er steht auch dafür, dass die Armut reduziert wurde und dass Politiken eingeführt wurden für Schwarze, für arme Bevölkerungsschichten. Und er selber repräsentiert auch eben diesen Werdegang, also als armer Armutsmigrant aus dem Norden des Landes, nach Sao Paulo gekommen, Gewerkschaftsführer und dann eben bis zum Präsidentenamt. Das ist sozusagen das Symbol, was er auch verkörpert national und international. Man muss auch gleichzeitig sagen, dass auf der anderen Seite er auch zum Feindbild stilisiert wurde, ich hatte es ja gerade erwähnt, als ein korrupter Politiker, der verurteilt wurde und auch im Gefängnis saß. Dass dieser ganze Korruptionsprozess, Lavajato, weswegen er dann letztlich im Gefängnis saß, sehr, sehr fragwürdig ist und auch das Urteil sehr, sehr fragwürdig war, weswegen er im Gefängnis saß, das wird gerne außer Acht gelassen. Und dementsprechend ist er ein Politiker, der sehr, sehr stark polarisiert. Das zum einen. Zum anderen hat er es eben geschafft, als eben diese Persönlichkeit Lula eine sehr breite, ein sehr breites demokratisches Bündnis zusammenzuführen. Das umfasst im Prinzip alle progressiven Parteien bis auf eine, plus demokratische, konservative Akteure und Parteien. Und sein Wahlkampf und sein Wahlkampfmodus war eben, dass er das Land zusammenführen will, dass er international wieder stärker präsent sein will. Er hat auch den Klimawandel immer wieder angesprochen, wobei das nicht das Hauptwahlkampfthema war. Und eines der Kernthemen war eben Armut und die 33 Millionen Menschen, die derzeit unter Hunger leiden. Und er hat gesagt, wenn ihr mich wählt, dann werde ich das Land versuchen, wieder zusammenzuführen. Ich werde aber auch den Hunger bekämpfen und auch Brasilien wieder eine starke Stimme in der Welt verschaffen. Und all das, und das muss man vielleicht jetzt sagen, ist eine Woche nach der Wahl versucht er genau diese Themen umzusetzen. Und es ist eine Art alte Politik wieder zurückgekehrt innerhalb dieser ersten Woche, in der Lula gewählt wurde. Es hört sich für Sozialdemokraten natürlich alles sehr gut an. Eine klare progressive Handschrift ist da sichtbar. Und Brasilien hat auch große sozialökonomische Herausforderungen. Die Ungleichheit in Ländern Lateinamerikas, gerade auch in Brasilien, ist unverändert hoch. Es gab deshalb auch eine große Aufmerksamkeit gerade der Sozialdemokratie in Europa auf die Wahlen. Unser Parteivorsitzender Lars Klingbeil ist im Sommer nach Südamerika gereist und hat auch Lula getroffen. Wir setzen darauf, dass mit Lula die internationale Zusammenarbeit wieder einfacher wird. Ganz aktuell beim Klimaschutz. Wir werden sicher darüber schnell zu entscheiden haben, Gelder für den Schutz des Regenwaldes wieder freizugeben über den sogenannten Amazonienfonds. Das wäre ein wichtiges Signal auch für Lula, dass die Welt erkennt, dass es einen Unterschied macht, wer Präsident ist und dass diese unausgesprochene internationale Ächtung Brasiliens unter Bolsonaro aufhört. Und wir gehen auch davon aus, dass Lula sich etwas konstruktiver in die multilateralen Organisationen, in das internationale System einbringt und wir vielleicht auch Wege finden, das Handelsabkommen Mercosur, das ja den Handel gerade auch mit Brasilien stärken soll, so zu gestalten, dass Arbeitnehmerrechte und Umweltschutz besser gewährleistet werden können. Also es werden schon auch große Hoffnungen hier verbunden und Brasilien ist das wichtigste, größte Land in Südamerika.
Es kommt also schon darauf an, was für eine Politik das macht. Und die letzten Jahre ist Brasilien aus europäischer Sicht im Wesentlichen ausgefallen als möglicher Partner oder gar als Motor. Und Lula auch mit seiner Erfahrung wird da sicher anders agieren. Wie wird denn die Außenpolitik von Lula aussehen? Wird es möglich sein, wieder enger an Europa heranzurücken? Wie sieht er Brasiliens Rolle in der Welt? Also Brasilien nimmt traditionell oder versucht traditionell eine Art neutrale Rolle einzunehmen, um sich damit alle Gesprächskanäle offen zu halten. Aber es ist natürlich auch klar, und Lula und auch dem Beraterteam von Lula ist klar, dass es gerade extreme geopolitische Machtverschiebungen gibt. Und es gibt ein großes Interesse, eben die Beziehungen nach Europa und speziell auch nach Deutschland zu stärken. Es gab natürlich aber auch Töne aus Brasilien und auch aus dem Lula-Team im Hinblick auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine, die nicht dementsprechend, was sozusagen die europäische Sozialdemokratie vertritt. Und ich glaube, diese Themen hat ja auch Bolsonaro vertreten, eben, dass man auch Russland verstehen müsse, etc. Ich glaube, was jetzt zurückkehrt, wenn Lula am 1. Januar das Präsidentenamt übernimmt, ist ein Partner, mit dem man eben auch über solche Unterschiede sprechen kann und sehr offen mit ihm sprechen kann und auch sehr, sehr, sehr klar mit ihm darüber sprechen kann. Und ich glaube, das ist schon ein sehr, sehr großer Vorteil im Vergleich zu dem, was vorher unter Bolsonaro in der Außenpolitik die letzten 4 Jahre geherrscht hat. Ich glaube auch, dass die multilateralen Organisationen wieder eine sehr, sehr große Rolle spielen werden für Lula. Und das klingt wie eine Selbstverständlichkeit, aber wenn man sieht, was Bolsonaro und wie Bolsonaro agiert hat, nämlich als Anti-Globalist, als jemand, der gegen multilaterale Ordnung ist und auch agiert, glaube ich, das ist schon ein riesen, riesen Fortschritt. Man muss dazu auch wissen, dass nächstes Jahr Brasilien weiter im UN-Sicherheitsrat einen Sitz hat und ich glaube auch da ein guter Partner sein kann für viele verschiedene Themen. Und natürlich nicht zuletzt und vielleicht auch ganz vorneweg eben der Klimaschutz und der Schutz des Amazonas-Regenwaldes. Lula hat angekündigt, zur COP zu fahren. Eine seiner vermutlich engen Beraterin oder möglicherweise Umweltministerin Marina Silva wird dieser Tage schon in Ägypten sein. Und du hast es ja gerade angesprochen, den Amazonasfonds, sicherlich sollte der in irgendeiner Form wieder aufgenommen werden und dann auch geschaut werden, wie stark man Lula und die kommende Regierung eben beim Klimaschutz weiter unter die Arme greifen kann. Aber nicht nur beim Klimaschutz, sondern auch bei Themen wie der Erneuerung der Wirtschaft, der Reindustrialisierung und Themen wie grüner Wasserstoff, zum Beispiel, zu denen Deutschland auch schon einen großen Beitrag leistet. Und ich glaube, die Regierung Lula wird die Möglichkeit geben, eben noch stärker in diesen Bereichen tätig zu werden und den Austausch zwischen Europa und aber auch speziell zwischen Deutschland und Brasilien zu stärken. Ja, ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Wir unterschätzen in Deutschland und Europa, wie stark die Lateinamerikaner auf uns schauen und uns eigentlich als Partner sehen und auch sich wünschen, dass wir nicht nur Handel miteinander treiben, sondern dass wir ganz umfangreich die Fragen der sozialen Absicherung, die Fragen der ökologischen Nachhaltigkeit, des Umbaus der Industriegesellschaft miteinander besprechen. Da gibt es eine große Offenheit für Partnerschaften. Und gerade in den letzten Jahren haben wir gesehen, dass linke, fortschrittliche Kräfte in Kolumbien, in Chile, jetzt auch in Brasilien die Wahlen gewonnen haben. Also da gibt es sehr viele Anknüpfungspunkte für eine soziale und demokratische Politik. Und wir hoffen, dass Lula diese hohen Erwartungen erfüllen kann, dass es ihm auch gelingt, das Land ein Stück weit zu einen. Das war ja auch seine unmittelbare erste Reaktion nach der Wahl. Er hat unausgesprochen das Motto von Johannes Rau aufgegriffen, versöhnen statt spalten. Das ist sicher etwas, was die brasilianische Gesellschaft jetzt braucht. Ich sage vielen Dank für diese Einblicke in die Wahlen in Brasilien, Christoph. Alles Gute für die Arbeit der Friedrich-Ebert-Stiftung in Brasilien. Dankeschön.
Vielen Dank, Nils. Vielen Dank für die Einladung.